Hallo und herzlich willkommen zurück zum Linux-Tutorial für Anfänger. Heute gucken wir uns an, wie wir uns vorhandene Dateien ausgeben können oder auch nach Informationen suchen können. Erstmal ganz einfach Sachen ausgeben. Dafür machen wir uns erstmal natürlich eine Datei. Deswegen sage ich einfach mal nano-file übrigens. Also wenn ich jetzt hier mal einen Ordner öffne, wir sind ja hier jetzt im Home-Verzeichnis, bin ich hier gerade auch. Wenn die Datei natürlich nicht existiert und ich mit nano darauf zugreife und jetzt hier was schreibe, und jetzt STRG S drücke, dann wird sie übrigens auch kreiert. Habe ich in einem Video zu Nano selbst nicht gesagt, aber nicht vorhandene Dateien werden dann einfach kreiert. Gut, wir machen einfach mal bla, bla 2, blub, bla 3, blub 2. Und noch ein bla dahinter. Gut. Und zwar ist das Anzeigen, das Ausgeben davon erstmal relativ einfach. Und zwar sagen wir hier einfach cut file. Wenn wir das machen, dann wird einfach der komplette Inhalt hier aufs Terminal ausgegeben. Gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, das gibt einfach alles aus. Viel interessanter ist der nächste Command und zwar grep. Mit grep können wir nämlich Inhalt aus unserem File uns holen. Und zwar wollen wir zum Beispiel mal alle Blas in unser File, beziehungsweise aus unserem File, uns ausgeben lassen. Und in dem Fall werden nur die Zeilen, die bla enthalten, mit ausgegeben. Wir können das Ganze natürlich auch andersrum machen, dass wir hier sagen, wir wollen alles, was blub hat. Oder natürlich, was auch geht, mit dem alles, was ein BL hat. Das sind aber in diesem Fall dann alle Zeilen. Und es wird dann auch hier, wie man natürlich auch sieht, auch noch genau markiert, wo das dann in dieser Zeile ist. Zum Beispiel können wir auch sagen, alles, was 2 hat. Ich denke, das war jetzt genug an Beispielen. Ich denke, ihr habt das Prinzip davon verstanden. Also zuerst grep, danach das, was ihr raussuchen wollt und danach den Dateinamen. Interessant wird es nur, ich mache mal kurz nano file. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel haben, hallo, mein Name ist bla bla bla. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel haben und dann haben wir vielleicht noch hallo, dein Name ist blub blub blub. Und jetzt wollen wir hier einfach mal zum Beispiel nach hallo, mein Name ist suchen. Aber nicht nach hallo, dein Name ist. In diesem Fall sagen wir dann nämlich hier nicht einfach hallo, mein Name ist und dann File. Denn in diesem Fall, ja, man sieht es auch schon, was davon soll denn jetzt bitte das sein, wonach wir suchen wollen? Leerzeichen sind im Terminal immer giftig bei sowas. Denn ein Leerzeichen bedeutet, dass sozusagen das nächste Argument für das Programm oder für den Befehl kommt. Deswegen haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir maskieren das Ganze mit Backslashes. Das ist eigentlich die umständlichere und seltenere Variante. In dem Fall würde das rauskommen. Oder, wie gesagt, die Maskierung macht man eigentlich eher selten. Andere Variante ist einfach, das Ganze hier in Anführungsstriche zu packen. Funktioniert genauso. Und wenn ich hier jetzt einfach mal das M zu D mache, dann kommt hallo, dein Name ist. Wir können ja einfach mal spaßeshalber die Anführungsstriche wegmachen und gucken, was er uns dann sagt. Und in dem Fall macht er dann was ganz Komisches, wie man sieht. Er versucht jetzt dein als Datei zu interpretieren, findet er nicht. Name und ist findet er auch nicht. Und dann versucht er das Ganze tatsächlich doch noch in File zu suchen. Das heißt, ja, das ist ein bisschen komplizierter jetzt hier an der Stelle. Er versucht jetzt das Hallo und nicht mehr, nur das Hallo in den verschiedenen Dateien namens dein, Name, ist und File zu suchen. Nicht schlimm, wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt. Für die, die es verstanden haben, die wissen jetzt, dass das auch mit grep so möglich ist. Aber das ist ein sehr seltener Anwendungsfall. Also ganz einfach, normalerweise nimmt man einfach einen String, den man sucht, also eine Zeichenkette, und dann eine Datei. Gut, dann wäre es für heute auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!